Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe Post von Diamond Painting Deutschland bekommen und das möchte ich euch gerne zeigen. Kam, soweit ich weiß, mit dem normalen Briefträger. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut verpackt. Ich habe eigentlich gedacht, dass es in einem kleineren Päckchen kommt und dann in den Briefkasten passt. Schon aufbekommen? Nein. Mensch, Mensch, Mensch. Gut zu auf jeden Fall. Ich kriege es gar nicht auf. Jetzt vielleicht? Ja, jetzt haben wir es. So. Und zwar haben wir einmal diese wundervolle Karte. Die ist von Crush Buddy. Und die finde ich super, super süß. Hier steht übrigens kein Getue, kein Durcheinander, keine Klebe. Richtig süß verpackt, muss ich ja sagen. Also hier ist so eine Anleitung dabei. Hier sind die Steine. Toolkit, da ist auch das Wachs, das kann man so durchschauen. Das scheint durch. Das werde ich jetzt auch nicht rausnehmen. Hier kann man das so abtrennen, hier vorne. Und hier sieht man scheinbar noch, welche Karten es gibt. Ach Gott, sind die niedlich. Ja, und das ist die Karte. Sehr, sehr groß. Also wenn man guckt, das ist meine Hand. So groß ist die Karte. Schöne Größe. Nicht viel zu painten, aber ich fand den Drachen einfach super süß. Ist natürlich eigentlich eine Weihnachtskarte, weil wir Weihnachtsblumen haben. Aber fand ich sehr, sehr süß. Werde ich aber so zulassen. Mal gucken, irgendwann werde ich die auch mal machen. Und die scheint von so einer Anne Stokes Collection sein. Ja, zuckersüß. Das war aber nicht der Grund, warum ich bestellt habe. Sondern hier wegen. Einmal haben wir Haribo. Man kennt es nicht anders von deinem Penny in Deutschland. Und kommt immer eine Kleinigkeit dazu, was ich ganz toll finde. Und wir haben hier zwei Stifte. Die sind ganz neu im Sortiment. Hier haben wir Mehrfachaufsetzer noch dabei. In Dreier ist drauf. Und so sieht er aus. Ich hole ihn einmal raus. Ja, also so würde man den jetzt entsprechend halten. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Gerade hier diese Kante. Aber ich glaube, damit lässt es sich sehr, sehr gut painten. Ja, und dann noch dieser. Auch hier sind die Aufsätze wieder dabei. Die gleichen Aufsätze, wie wir beim anderen auch haben. Und den gibt es, glaube ich, auch in pink-rot. Und den gibt es aber auch, wo hier beides blau ist und hier ist grün. Ja, richtig, richtig schön, so wie wir die schon kennen von Diamond Painting Deutschland und Co. Gefällt mir sehr, sehr gut. Werde ich gleich mal testen. Ich werde nämlich gleich noch ein bisschen painten. Ja, Kleinigkeiten. Aber wollte ich gerne haben. Und deswegen zeige ich euch das. Und ja, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ihr Lieben.